es reichte mir schon diese Viertelstunde in deiner Ausstellung. Es gibt dieses berühmte Gedicht von Rilke. Beim Anblick des apollinischen Torso heißt das. Das endet mit den Sätzen, also da wird diese antike Skulptur beschrieben und es endet mit den berühmten Sätzen: Du musst dein Leben ändern. Angesichts der Schönheit dieser Skulptur und angesichts der Schönheit von Herwigs und Utes Küchen da oben, dachte ich mir auch sofort, ich muss mein Leben ändern. Ich glaube, ich brauche es schon. Also diese Eichenküche mit diesem höhenverstellbaren Tisch und so, das hat mich ja auch ein bisschen erinnert an meine Lieblings-Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise. Ja. Und ich denke mir, also in so einer Küche, da würde ich natürlich auch ganz anders kochen. Das würde, also im Grunde das Handwerkszeug macht den Meister. Aber ich fürchte, das ist doch ein Irrtum. Irgendwie weiß ich noch, dass alles, was ich zum Kochen brauche, nur ein kleines, scharfes Messerchen ist. Und zwischen diesen beiden Polen, also ich will diesen Ferrari in der Küche und ich brauche eigentlich nur ein kleines, scharfes Messerchen, das ist eigentlich meine Küchenexistenz. Dankeschön.